Jo und herzlich willkommen zur vierten Folge Minecraft Vora 2. Ja, mit dabei ist die Jonas-Spiele-Ecke und die Juli. Hallöchen. Hallöle. Hallo. Natürlich auch hallo von meiner Seite aus. Ihr seid euch auf meinem Kanal, ja, meiner nur. Und ja, wunderschönen Tag, na, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Was hast du heute so gegessen? Nichts. Wow. Alles, was die Welt so wissen will. Ja, richtig. Ich hab nichts gegessen. Jetzt. Ich hab nichts gegessen. Ich bin einfach verdurstet und verhungert. Was? Ich werde ein Weilchen hier muten, weil ich jetzt esse und mein Geschmatze will ich, glaube ich, keine Ahnung. Ja. Also ist kein Problem. Geschmatze hören, schreibt es in die Kommentare. Okay, der Jan, der ist jetzt, der ist übrigens auch dabei. Der ist aber leider schon gestorben, deswegen also. Ja, alle ein Mitleidsherz für Jan. In die Kommentare. Ja, ein Mitleidsherz jetzt in die Kommentare. Danke. Genau. Ich glaube, ihr seid. Mitleidswellen für Jan schiebt. Was soll denn das? Ja, das machen wir alles nur, damit Jan Mitleid bekommt und nicht nur, damit wir damit wir höher gerankt werden, weißt du? Nein. So ganz bestimmt. Ja, einfach nur, damit Jan auch mal ein bisschen Mitleid hat. Genau. Mal, ja. Als hätte Jan nicht schon genug Mitleid. Das ist auch wahr. Ja, eigentlich müsstet ihr jetzt alle Juli dafür verantwortlich machen, weil Juli hat Jan getötet. Ja, schreibt jetzt alle in die Kommentare, Juli ist Doofkopf. Doofkopf? Das finde ich jetzt aber Doofkopf, schwierig. Alles klar. Mann, Weizen braucht doch kein Schwein. Verletzend war, oder? Okay, man findet wirklich tausendmal diese Rüstung, die Jan gefunden hat. Das finde ich sehr witzig. Ja, die gibt's irgendwie an jeder Straßenecke. Ja, ist so. Ja, die find's nicht. Also, ich habe schon eine relativ gute Rüstung, aber ich brauche jetzt ein gutes Schwert. Und dafür muss ich farmen gehen. Aber ich bin zu faul, um zu farmen und hoffe, dass ich eine Kiste irgendwann finde, wo ein richtig geiles Schwert drin ist. Wer fährt denn da vorbei? Ist das Janik mit seinem Roller oder was? Oh, hast du das auch gehört? Scheiße, ja, ich dachte, war das laut. Ich wollte gerade sagen, was ist denn los bei euch? Junge, war locker, Janik, ich schwör's euch. Hat kein Internet, aber ein Roller. Ja, wahr. dieser Zusammenhang ist ja fasziniert. Ja. Passt doch. Digga, was ist das hier? Labyrinth oder was? Ja, ja. War das Labyrinth oder was? Mann, hier war jemand schon. Die sind Kisten leer. Fuck. Scheiße. Also ich bin ja froh, dass ich wenigstens Lederschuhe anhabe. Ich bin froh, ja, dass ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass ich auch Lederrüstung anhabe und ein Steinschwert. Das ist ein Zombie, oder? Nee. Fuck. Oh Gott. Junge, war das knapp. Ich hab grad fast mein Schwert in der Kippe runtergeschmissen. Hier ist eine Doppelkiste einfach gewesen. Junge, ich will wissen, was da drin war. Ich sag's dir. Gar nichts. Ich glaube, du bist da, wo ich war. Das ist eine Hexe! Oh, fuck! Junge, ich wusste nicht, was das ist! Auf einmal wirft die Tränke! Puh. Alter! Mm. Fuck, das ist ein Hexenhaus! Ach ja, Ich wollte ja nochmal die Sachen hier durchgehen und dazu stelle ich mich hier in der Stelle. Kann ich ja nochmal kurz zwei, drei Sachen vorlesen. Zwei, drei Truhen. Zwei, drei Truhen, sage ich schon. Zwei, drei Sachen nochmal von den Regelnwerk vorlesen. Also. Oh, ach ja, Juli, hast du das Video gesehen? Nee, oder? Mit dem Regeln? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, egal. Ich lese nochmal für Juli kurz alle noch einmal vor. Sind ja noch 8 Minuten. Also, Schutzhunde dürfen keine Fallen gebaut werden, darf kein Spieler getötet werden, keine Blöcke abgebaut werden. Die Schutzhunde darf während eines Kampfes nicht betreten werden. Man darf vom Gegner, Angreifer flüchten, weglaufen und sich verstecken. Wenn der Gegner, Angreifer nicht mehr in eigener Sichtweite ist und einen Abstand von 10 Sekunden später die Schutzhunde betritt, darf man die Schutzzone betreten und als Schutz nutzen. Okay. Gut. Also Moment, wie lange? Wie lange? Also, wenn du siehst mich jetzt zum Beispiel, ich sehe dich und ich renne weg, ja. Du rennst weg und rennst in die Schutzzone, ja. Muss ich 10 Sekunden hinter dir. Also musst du laut zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann muss ich 10 Sekunden später in die Zone reinkommen.
Sonst findet der Kampf trotzdem statt, okay? Okay, ich hab's nicht ganz verstanden, aber er passt schon. Guck dir einfach am besten dazu das Video an, weil ich glaube, da war es relativ gut erklärt. Okay, gut. Du, diese Hexe fuckt gerade so ab, ne? Ja, die Teamkiste. Jeder darf eine Teamkiste besitzen, die kann aus einer Doppelkiste bestehen, aber muss durch ein Namensschild an der Kiste gesichert sein. Sonst darf jeder die Kiste öffnen und Sachen entnehmen. Die Schutzzeit hat eine Schutzzeit ist ja vorbei. Tod ist ja halt normal. Mhm. Ja, Blöcke, Dia, Gold, Smaragd, Lapis Lazuli und Eisenblöcke dürfen nicht abgebaut werden oder für Schwerter, Rüstung und Abbaugegenstände benutzt werden. Ja, während eines Kampfes darf man sich nicht ausloggen. OP-Äpfel sind verboten. Ob ein Spieler einen Strike bekommt, entscheiden die anderen Spieler, außer der Betroffene, per Abstimmung. Erster Strike ist halt Abzug eines Todes, zweiter Strike Inventar leeren, dritter Strike Ausscheiden aus dem Projekt. Achso, Goldäpfel sind verboten? OP-Goldäpfel. Achso, okay, na die, dann. Die glitzern noch mehr, also die glitzern richtig, die sehen aus, als wären die verzaubert. Ah, okay, die sehen auch auf dem kleinen Bild so aus. Ja. Okay. Goldäpfel sind erlaubt, wenn die normal gelb sind, ja? Dann steht okay. Da goldener ja, Apfel, aber ja. Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, Folgenthemen. Nicht erlaubt sind politische Äußerungen zu bestimmten Flüchtlingskrise oder anderen Krisen. Musik abspielen, wie zum Beispiel Instant Button. Oder rechts- oder links radikale Äußerungen. Ja, sonstiges, Schwierigkeit normal, Online-ID sichtbar ab Folge 16. Okay, ein Traum. Ja, also. Weiter geht's. Ich würde sagen, das sieht für mich gerade richtig mau aus, ne? Oh, Creeper! Ja, weil meine Einzukaufen gerade das Hexenhaus dort ist und die Hexe mich einfach nicht, also die will einfach nicht sterben. Ja, das ist scheiße. Ja. Wieso ist denn das Hexenhaus deine einzige Hoffnung? Weil hier sonst in der Nähe nichts ist. Und da ist halt eine gute Truhe drin. Ja, dafür müsste die Hexe halt sterben. Ach, Scheibenkleid, ich wollte mir angucken, wie Kohle aussieht. Deswegen bin ich zur Schutzzone gegangen. Oh Mann, diese scheiß Mücke. Kohle ist einfach pechschwarz. Ja, dann warst du, wenn du jetzt bei der Schutzzone bist, dann bist du wirklich da, wo ich vorhin gewesen bin. Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Es sind überall nur Creeper bei mir um die Schutzzone. Es ist richtig belastend. Trauer. Ich trau mich eigentlich gar nicht raus. Ich auch nicht. Achso, schon wieder Nacht? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ja. Ah, ich krieg Schaden. Ach, Schock. Hier ist keine Kohle. Johns Rüstung hat meinen Vorrat richtig geboostet, voll geil. Scheiße. Ey, das Projekt ist diesmal echt schwieriger als jedes andere Projekt. Ja, Alter, ich bin gerade richtig am Verzweifeln. Bei mir läuft es besser als jemals zuvor. Also vom Essenvorrat läuft es bei mir bombastisch. Ich habe einfach... Ja, same. Ich habe einfach 3 Stack Brot. Also verhungern... Ja, verständlich. Ich verhungere gleich. Kann ich nicht. Also verhungern werde ich auf gar keinen Fall. Aber ich brauche halt Kohle. Ich weiß nicht, Kohle. Wo ich mich einbauen soll. Also besser gesagt runterbauen soll. Wollen wir jetzt eine Runde farmen gehen, Leute? Ja, komm, wir gehen jetzt die letzten... Schreibt's in die Kommentare. Ja, wir gehen jetzt die letzte Folge einfach nochmal farmen, komplett. Ist schon die letzte Folge? Ja, danach, also in 3 Minuten. Ah, okay. Dann jetzt... Oh, hier ist sogar perfekt ein Ofen. Ich würde sagen, dann bauen wir uns mal hier runter. Oh Mann, Alter, hör auf mich zu kitzeln. Entschuldigung. Gesundheit. Hallo, hören Sie mich? Ja, wir hören Hallo. Sie. Wer kitzelt dich jetzt? Wer sind sie? Wer kitzelt wen? Du meinst jetzt doch gerade, hör auf, mich zu kitzeln. Achso, es war die Fliege, die ist hier runtergeflogen zu mir und hat mich gekitzelt. Toll.
Meine Spitzhacke geht jetzt auch noch kaputt. Ich glaub's ja. Als wäre der Tag nicht. Ja. Ich bin richtig am Verzweifeln gerade. Nein! Ich habe meine Werkbank vergessen. Fuck. Zaubertisch habe ich noch, ja. Gut. Jo, der Anfang bei mir war so gut. Ich hatte schon ein Dia-Schwert in der ersten Folge. War das erste, was ich gefunden habe. Und dann so ein Kack-Creeper versorgt mir das ganze Let's Play. Oder das ganze Event. Das ist kacke. Ja, das ja. Ist, du hattest ein Dia-Schwert. Ich hatte ein Dia-Schwert in der ersten Folge. Alles klar. Ja, war richtig gut gelaufen. Ja, ich habe einen richtig guten Start. Aber nein. Ja, bei mir ist es auch gut gelaufen, aber ich habe den Vorteil gehabt, nicht gestorben zu sein. Das ist echt richtig gut. Also bei mir läuft es perfekt, allein von der Rüstung her und vom Essen her. Also da ja, war ich halt. Same. Das ist immer halt so. Viele Leute gehen als erstes Farm, aber ich gehe als erstes Essen suchen und Kisten looten. Weil das einfach das Beste ist, was ich eigentlich dann. Und dann gehe ich so jetzt halt. Jetzt gehe ich zum ersten Mal farmen. Das ist aber keine Garantie, das mache ich meistens ja auch so und sterbe trotzdem immer als erstes. Ja, ich bin also so noch nie wirklich gestorben. Ich sterbe immer beim Farm eigentlich. Aber ich finde einfach keine Kohle, das ist so unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das ist echt, also. Ich finde Eisen, aber keine Slot Kohle. Wo ist eigentlich das Slot hier in dem Charaktermenü? Also bei Dreieck. Dieser Slot über dem Inventar rechts. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von welchem Slot du sprichst. Ja, wenn du Dreieck drückst, ne? Ja. Da über dem Menü rechts neben dem Charakter. Über dem Menü rechts neben dem Charakter. Welches Menü? Na, das Inventar da drüber und dann rechts neben dem Charakter. Das eine. Ach so, du meinst dieses eine Dings, ja? Ja, das ja, gibt voll das, keinen Sinn. Doch, das ist schon für die zweite Hand. Das ist ja schon ewig drin. Das hätten die auch später reinpacken können oder so. Ja, aber das kommt ja vielleicht irgendwann. Irgendwann kommt es ja vielleicht. Aber Jonas, ich glaube, es ist sowieso sinnvoller, erst eine Dia-Rüstung zu haben, bevor man Dia-Schwert hat, oder? Weil. Ja, ich hatte ja bringt keine. Ja nichts, wenn irgendwer zu dir ankommt und dich dann umbringt und dann ein Schwert hat, so weil du so verwundbar bist. Ja, aber wenn ich keine finde, muss ich eine abfarmen. Ja, ich dachte, du hättest das gemacht. Deswegen. Nee, ich habe ja gesucht. Ich habe ja viele Kisten gelootet, so ist ja nicht. Ich hatte ja einen guten Stand, ich hatte nur noch keine Rüstung. Habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt gute Waffen, gehe ich jetzt rein und hol mir dann fahre mir dann eine Rüstung. So, ja, das war's dann auch von der vierten Folge Minecraft Vora 2. Danke an alle Leute, die hier dabei sind. Schaut bei den PlayStation Bros vorbei, so wie bei Jonas Spielecke. Lasst dort gerne ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Tschüss.